Glaub dir nicht. Was ist es? Es liegt nicht an mir, oder? Quatsch. Oh Gott, es liegt an mir. Was ist es? Nerv ich dich? Nein, du nervst mich nicht. Natürlich nerv ich dich nicht. Alex, wenn irgendwas ist, dann sag's mir jetzt, weil ich innerhalb von wenigen Stunden meine ganzen Klamotten hier in deinem Zimmer verteilt haben kann. Und dann suche ich mir meine Ecken, vielleicht streiche ich dann sogar alles in pink. Du magst auch pink, oder? Und dann musst du mich ertragen, deine nervige Freundin. Du nervst mich nicht. Nein, mir ist egal, ob schon was auf dem Weg zur Mülldeponie ist, okay? Ja, ja, du fauler Arschloch, und wirst uns einfach sämtliche Akten wieder beschaffen. Mir ist egal, wie du das machst. Tatsache ist, du wirst es machen, okay? Ja, warte. Ich töte dich. Ach, du hast keine Kinder. Ja, aha. Warte mal. Du meinst, unsere Beziehung ist im Arsch? Nicht im Arsch, aber definitiv nah dran. Weil wir nicht zusammengezogen sind. Nein, zusammenziehen war nur eine Möglichkeit. Ich wollte einfach nur eine Stufe höher gehen, Mann. Und das war nur eine Option. Eine, die ich vorgeschlagen habe. Von dir ist nichts gekommen, über Wochen. Ja, ich wünschte, du hättest mal was gesagt. Ja, und ich wünschte, du hättest was gemerkt. Und jetzt? Zweitens. Was zweitens? Das hier war gerade der erste Teil deiner Entschuldigung, wie du noch vor 5 Minuten gesagt hast. Was ist der zweite? Du. Lose your mind.